Liebe Kinder, mein Kommen zu euch ist ein Geschenk vom himmlischen Vater für euch. Durch seine Liebe komme ich, um euch zu helfen, den Weg zur Wahrheit zu finden, den Weg zu meinem Sohn zu finden. Ich komme, um euch die Wahrheit zu bestätigen. Ich möchte euch an die Worte meines Sohnes erinnern. Er sprach die Worte des Heils für die ganze Welt aus, Worte der Liebe für alle, der Liebe, die er mit seinem Opfer bewiesen hat. Aber auch heute kennen ihn viele meiner Kinder nicht, sie wollen ihn nicht kennenlernen, sie sind gleichgültig. Wegen ihrer Gleichgültigkeit leidet mein Herz schmerzlich. Mein Sohn war immer im Vater. Indem er auf Erden geboren wurde, brachte er das Göttliche und von mir erlangte er das Menschliche. Mit ihm kam das Wort unter uns. Mit ihm kam das Licht der Welt, das in die Herzen eindringt, sie erleuchtet und sie mit Liebe und Trost erfüllt. Meine Kinder, meinen Sohn können all jene sehen, die ihn lieben, denn sein Angesicht sieht man durch die Seelen, die mit Liebe zu ihm erfüllt sind. Deshalb, meine Kinder, meine Apostel, hört auf mich. Lasst ab von Nichtigkeiten und Selbstsucht. Lebt nicht nur für das Irdische, das Materielle. Liebt meinen Sohn und tut es, damit die anderen sein Angesicht durch eure Liebe zu ihm sehen. Ich werde euch helfen, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Ich werde über ihn zu euch sprechen. Ich danke euch.